Sterne oben im Gebirge. Oh, schau, da ist jemand zum Spielen. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Kitty und ich natürlich. Oder seht ihr hier noch jemanden? Wie auch immer, ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Ich kann nicht mitkommen. Kitty sagt, sie kann hier nicht weg und ich werde sie nicht verlassen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest. Nein, lass mich in Ruhe, Kitty! Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur ein Fremder. Oh, hast du das gehört, Amalia? Ich habe noch einen Bewunderer. Das liegt daran, dass du so wunderbar bist, Kitty. Ich bin seit Jahrzehnten in dieser Kammer gefangen, von jedem Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten. Das kann einen wahnsinnig machen. Befreit mich, Sterblicher, und überlasst mir das Mädchen. Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Ihr werdet mir das Kind nicht wegnehmen. Sie ist nun mein. Für immer. Erledigt. Betrachtet es als erledigt.
Was ist mit ihr geschehen? Ist sie da drin? Warum ist sie nicht zurückgekommen? Nicht? Aber was könnte ihr denn widerfahren sein? Ich verstehe das nicht. Danke, dass ihr nach ihr gesucht habt. Dann bin ich jetzt wohl auf mich allein gestellt. Richtig? Ihr braucht ein Befehlswort, um Shale zu aktivieren. Es lautet Julen Harm. Ich würde das Ding nicht wollen, aber ihr wisst euch ja offensichtlich zu wehren. Dann werde ich jetzt wohl gehen. Wird erledigt. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem jemand den Kontrollstab findet. Und natürlich ist es wieder ein Magier. Das ist es doch, oder? Ja, natürlich. Bei meinem Glück. Ich habe hier gestanden und beobachtet, wie diese verfluchten kleinen Dorfbewohner um mich herumgehuscht sind seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Es ist viele, viele Jahre her. Oh, ihr Arme. Das muss wirklich, wirklich langweilig gewesen sein. Und die Dorfbewohner hatten keine Ahnung, dass sie beobachtet wurden? Gruselig. Ich begann mich gerade auch an die Stille zu gewöhnen. Sagt mir, sind alle Dorfbewohner tot? Dann sind also einige entkommen. So ein Pech. Nicht so viel, wie es denkt. Es gab Rennerei und Geschrei und dann tagelang das Herumstreifen der dunklen Brut. Ich hätte nie gedacht, dass es etwas Uninteressanteres als die Dorfbewohner geben könnte. Und doch war es so. Also dann, nur zu. Heraus damit! Wie lautet sein Befehl? Möglich. Vielleicht habe ich ihn vergessen, nachdem ich so viele Jahre nur Golem genannt wurde. Golem, bring mir den Stuhl. Sei ein braver Golem
und zerquetscht diesen jämmerlichen Banditen. Und nicht zu vergessen, trag mich, Golem. Ich mag nicht mehr laufen. Es hat doch den Kontrollstab, nicht wahr? Ich bin wach, also muss es... Ich sehe den Kontrollstab, aber ich spüre... Macht schon! Befehlt mir etwas! Und? Nichts. Ich spüre nichts. Ich fühle keinen Zwang, seinen Befehl auszuführen. Ich nehme an, das heißt, der Stab ist... defekt? Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, der Stab würde einfach existieren. Er hat zumindest gut funktioniert, um mich wieder zu erwecken. Ich nehme an, wenn man mir nichts befehlen kann, bedeutet das, ich habe einen freien Willen, richtig? Es ist nur, was soll ich jetzt machen? Abgesehen davon, dass ich dieses Dorf seit so langer Zeit beobachtet habe, habe ich keine Erinnerungen. Ich habe kein Ziel. Ich fühle mich ein wenig verloren. Was ist mit ihm? Es muss doch einen Grund gehabt haben, mich aufzuwecken, oder? Was hatte es mit mir vor? Ich verstehe. Wundervoll. So wie ich das sehe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich begleite es, oder ich gehe woanders hin. Ich weiß nicht einmal, was hinter diesem Dorf liegt. Habe ich das? Ich erinnere mich, dass ich einen Meister hatte. Diesen Magier mit den buschigen Augenbrauen, der an mir herumgestochert und mich gestupst und ständig Befehle gebrüllt hat. Habe ich ihn erschlagen? Ich hoffe es. Vielleicht war der letzte Befehl, den er gebrüllt hat: Golem, hör auf, meinen Kopf zu zerschmettern. Ja, ich bin eben komisch. Seid ihr euch sicher, dass ihr das Ding mitnehmen wollt? Es könnte gefährlich sein. Und es ist ziemlich groß. Gern geschehen. Aber es wäre gut zu wissen, was ihr damit wollt. Dann werde ich ihm folgen. Vorerst. Man nennt mich übrigens Shale. Das dürfte interessant werden. Thank you.
Wir haben euch erwartet, Wächter. Wir dürfen uns nicht verausgaben! Nein! Sei kein Narr! Ich werde es tun. Bleibt sofort stehen, Fremder. An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell. Das hier ist kein Anlaufpunkt für Reisende. Wir haben weder ein Gasthaus, noch teilen wir unser Brot. Ich schlage vor, ihr zieht weiter. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Da ihr kein einfacher Eindringling zu sein scheint, werde ich dem Hüter die Entscheidung überlassen, wie wichtig euer Anliegen ist. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Ich sehe, wir haben Gäste. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Ich verstehe, aber dieser hier behauptet, wichtige Angelegenheiten mit uns besprechen zu müssen. Ich verstehe. Erzählt, Fremder, welche Angelegenheiten haben euch zu uns geführt? Wie ihr seht, haben wir eigene Probleme, um die wir uns kümmern müssen.
Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Maseranas, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manu Venin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrin, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist es leider nicht möglich. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden's betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Ich würde niemanden um so etwas bitten. Ihr habt gefragt, nicht wahr? Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen.